Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Let's play Mount & Blade Warband. Hier bei der Belagerung von Revardin wollen wir heute tatkräftig mithelfen. Haben wir auch sonst aktuell eher wenig zu tun. Dafür haben wir hier mein Geld und Essen und noch so ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Insgesamt geht es uns also ziemlich gut. Wir sind Stufe 19. Und ja, mal gucken, ob wir hier heute mitkämpfen können. Um Revardin. Das wäre wünschenswert. Aber die schätzen, ja, anderen Jals wollen irgendwie noch nicht so richtig angreifen. Warum auch immer. Ich will mal ein bisschen rumfragen, ob hier der ein oder andere eine Aufgabe für uns hat. Das ist der. Irgendwo. Wenn ich nicht mehr gerade sind, eventuell Truppen, welche, aber. Ja. Wird also nicht hingehen müssen. Weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Und auch sonst haben die verehrten Leute hier keine Aufgabe für uns. Was haben wir denn da? 42. Truppen von Königreich Vagia, die nicht schneller sind als ich. Schon 88. Schnappen wir uns die mal. Auch wenn wir bloß 70 Mann sind, das kriegen wir auch, denke ich, hin. Wir sind gut ausgerüstet, sind sehr erfahren. Sollte was werden, Mattelt stimmt natürlich auch wieder todesmutig nach vorne. Ich glaube, die Infanterie soll ich mal seine Position halten. Also ich das den Bogenschützen sag. Und die Kavallerie, die darf voll angreifen. So, Jungs, lasst euch vielleicht mal raus hier, danke. Hier auf den Hügel haben wir eine gute Position. Ich werde mich ruhig halten. Verteidigen. Ja, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen treffen würde. Wäre es auch noch ganz schön. Okay, lass mal das. Schnappen wir uns den Typ mit der fetten Axt einfach so. Hallöchen. Okay, die sind in der Tat gefährlich, aber jetzt haben wir es geschafft, dass wir genau uns persönlich schön hinterher rennt, anstatt unsere Truppen anzugreifen, das ist sehr schön. Weil währenddessen können unsere Fähren können natürlich ganz in Ruhe reinschießen. Gut, jetzt hier so fest stocken zu lassen, sollten wir verhindern. Und dann könnte es auch brenzlig ausgehen. Auch der Kollege mit seiner Rüstung und dem schönen Pferd sollte eigentlich mal sterben. Ja. Das kommt schon. Gibt's doch nicht. Ah, sehr gut. Und die Gegner greifen unsere Truppen nur noch nicht richtig an. Das gefällt mir. Oh, das gefällt mir wiederum nicht. Gefährlich, gefährlich. Gehen wir hier einfach von hinten. Bisschen reinschlagen. Der Typ, der seine Speere hier wirft. Keine Chance. Damit der Infanterie-Angriffsbefehl sich voll angreifen dürfen. Und dann läuft der Kampf doch, denke ich, sehr gut für uns. Ich sehe sehr viel Grün. Die Gegner sterben wie die Fliegen. Und seitdem ich den Helm trage, habe ich das Gefühl, ist halt Armbrustschießen, vorsichtig gesagt, ziemlich schlecht geworden von mir. So, wo sind hier noch Gegner? Da sind noch ein paar Reste aufgetaucht. Ah, da ist irgendeiner mit Steinen umher. Keine Chance, die Gegner hier, keine Chance. Oh, eine lange Waffe. Ah, da haben wir einen Steinwerfer gefunden, Hallöchen. Ja, schlechte ausgerüstete Reste hier.
Absolut keine Chance. Da fliegt er schon. Und das war der Sieg für uns. Sehr schön. Wir haben tatsächlich einen Nordbunkelsveteran verloren. Hegen hat 79 Mann verloren. Und der Boya Duo ist mein Gefangener. Dazu noch ein paar Rekruten und Veteranen. Reiter. Infanterie nehmen wir alles gerne mit. Auch das nehmen wir alles mit. Kann man wieder wunderbar verkaufen. Gut, mehr können wir nicht mehr tragen. Ist nicht mehr so viel wert, der Rest. Sehr schön. Mattel ist auf Stufe 11 hochgestiegen. Er hat ja mal wieder todesmutig gekämpft. Ja, von den Fertigkeiten her. Was machen wir denn da? Ich würde sagen, ich einfach alles konstant weiter. Das ist ein Punkt auf Wendigkeit, wie gesagt. Und hier. Das Bogen schießen, das könnte vielleicht mal was werden. Gefangenenhandhabung. Joa. Können wir auch gehen, können wir mehr Gefangene mitnehmen, das kann man nicht schaden. Und auch sonst können wir unsere ganzen Truppen natürlich wieder verbessern. Vor allen Dingen, haben wir ja gar nicht so viele Bogenschützen. Da müssen wir wieder ein bisschen mehr investieren, würde ich sagen. Und dann können wir eigentlich zurück nach Reifardin reiten. Und gucken, ob der dann jetzt inzwischen mal angegriffen wird. Oh nein, es wird auch noch belagert. Das ist jetzt eher weniger hilfreich. Wir könnten ja währenddessen mal nach Kurov reiten, da zumindest versuchen, unseren Kram loszuwerden. Boya Waha wurde auch festgenommen von irgendjemanden von uns, also nicht schon seit einigen Parts, der Krieg läuft doch sehr, sehr gut in das Königreich Wager. Yeah. Haben halt auch einfach keine Chance, es ist eigentlich seltsam, dass hier noch kein Frieden geschlossen wurde. Aber möglicherweise möchte unser König Ragnar einfach das gesamte Reich einnehmen unseres Gegners, dementsprechend ist er nicht am Frieden interessiert. Ich meine, wir sind ja auch in dieses Rausch. Dieses Zug, also uns hält nichts mehr auf. Wir suchen erstmal die schöne Schenke. Schreibt das hier, also Säufer. Sollen wir abhauen und abhauen ans Knecht-Kavallerie. Ja, stirbt sowieso bloß. Hätte ich jetzt nicht so Interesse dran. Hallo Reisender, hallo Schankwirt. Hier so rumstehen. Und ist Geldvermittler versteckt? Nein. Das ist auch schade. Und dann können wir mal unseren ganzen Krempel verkaufen. Der Händler hat zwar relativ wenig Geld, aber das sollte reichen. Schön. Faules Brathähnchen haben wir noch zu essen. Honig noch ein bisschen und dann muss ich Brotreihefälle, Eisen, Honig. Können wir natürlich auch verkaufen. Wobei, den Honig natürlich nicht. Ja, 1061 Dinare, das passt. Dann ein bisschen Räucherfisch. Sonst nichts Interessantes. Ich glaube, man hat eine ausgewogene Bade. Interessant. Ja. Das war trotzdem mal so. Gut, dann können wir zurück nach Reverdin. Reiten, jetzt haben wir wieder Platz im Inventar, schaffen wir immerhin. Wollen natürlich mal kurz einen Abstecher zur Burg Radogier machen können. Mal zu gucken, was das sagt. Wobei, nein, hier. Reverdin. Wird natürlich nicht mehr belagert, sondern der Angriff läuft, wie es aussieht.
Doch einfach ein bisschen mitkämpfen, damit wir in diesem Part wieder die Action haben. Obwohl das hier ein relativ einfacher Sieg werden sollte. Zumal jetzt, wo wir hier ankommen, schon einiges an Kämpfen stattgefunden hat. Und meine Siebster hat gar kein Gefecht mehr, sondern steht belagert. Allerdings sehen wir unsere Freunde gar nicht. Wo sind die denn? Hallo? Okay, das ist seltsam. Egal. Von mir noch was. Von wem oder was das hier auch immer noch belagert werden soll, angeblich. Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir das Gefecht erstmal verpasst. Was haben wir denn hier? Ein paar feindliche Armeen. 23, 44 Mann. Hier mal die 44 Mann. Ja. Vermutlich eher nicht. Ja, wobei nach einer längeren Verfolgungsjagd könnte es was werden. Wir können ja zumindest mal unser Glück versuchen. Und der Reiver, die wird in der Tat nicht länger belagert. 2,8 gegen 2,8 Geschwindigkeit, ja gut. Das, dürfte eine sehr, sehr lange Verfolgungsjagd werden. Aber vielleicht werden die auch abgefangen von irgendjemand anders. Und dann kämpfen wir einfach mit. So wie die, so weit wie von Jarl Toja. Der helfen wir gerne mit 147 Soldaten gegen 44 Mann. Das ist ziemlich eindeutig. Mantel immer wieder an vorderster Front. Ja, in der Schlacht im Morgengrauen. Und mal wieder ein Treffer mit der Armbrust, dass sowas noch gibt, ist ja der Wahnsinn. Ja, so häufig passiert es dann doch nicht. Egal. Stört uns einfach wieder in den Nahkampf. Der blockt der Typ mit der dicken Achse tatsächlich. Ja, von hinten ein bisschen reinreiten. Um sich schlagen. Das klappt immer. Ja, und die Gegner fliegen da schon natürlich keine Chance. Einige leisten sogar noch Widerstand. Todesmutig. Der hat sich ein paar Pfeile drin. Und auch der mit seiner Axt. Wird hier nicht lebend rauskommen. Ja, und das ist noch nicht der Sieg. Irgendwo rennt noch ein Feind rum. Aber jetzt haben wir gewonnen, oder? Ah, scheint wieder zu sein, yep. Und ein weiterer Sieg für uns. Sehr schön. Ja, Mathe immer wieder verwundet. Das ist nichts Neues. Joa. Ja, Tour freut sich, dass wir ihm geholfen haben. Ein paar weitere Gefangene. Und hier ein bisschen was an Ausrüstung. Damit soll Daten befördern. Boah. Das passt. Das sind einmal verjagte Feinde, wie einer ein bisschen rumrennt. Und interessant, dass Raver die tatsächlich nicht mehr belagert wird. Oh, das sind Banditen. Und auch Maschinen. Ich wollte eigentlich noch ein paar Rekruten fragen, aber wenn die hier Banditen sind, die können wir natürlich auch schnell mal erledigen. Banditen, die sogar Schilder tragen. Und der beste aus der Stadt, die Jungs hier. Gut, stürzt uns einfach rein in den Nahkampf mal wieder. Keine Chance. Und unsere professionelle Truppe hier. Und meinen schönen Schild. Na komm. Sehr schön. So, und auch die letzten Reste entkommen uns nicht. Da schießen einer mit einem Bogen um sich. Ist ja verrückt, davon zu schießen. Komm.
Sehr schön, die Banditen werden wir auch erledigt. Ja, sehr viele Schlachten in diesem Part. Das freut euch hoffentlich. Oh, das ist ein paar Wunde, Leute, das ist gut. Ja. Und dafür gibt es auch einen Freiwilligen, jawohl. Sehr schön, und hier können wieder Leute befördert werden. Wunderschön. Die eigentlich wäre ich jetzt noch geplündert. Okay. Jetzt ist die Frage, was wir eigentlich machen. Ich würde sagen, wir reiten trotzdem mal nach Herrichen, bevor wir es können, oder nein, besser. Wir reiten nach Sargot. Weil da müsste auf jeden Fall noch ein Lösegeldvermittler sein. Und unsere ganzen Gefangenen wollen wir natürlich auch zu Geld machen. Wozu haben wir die schließlich sonst? Jetzt bin ich Ratten unterwegs mit 160 Mann. Ja, da wirken unsere 70 auch etwas anders gegen. Aber unsere 70 Mann können es bestimmt mit diesen 160 aufnehmen, wenn wir wollten. Da bin ich hier fest von überzeugt. Prokuratoriert. Belagert, das ist interessant. Das ist mal Zero, aber da rennen wir schon jetzt alle anderen hin. Warum Revo die nicht eingenommen hat, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Aber gut, wir waren nicht vor Ort, das lag wahrscheinlich daran. So, da wollen wir auch gleich mal in die Schenke gehen. Elite Schwertkämpfer, ja. Da können wir ruhig mal einen von gönnen. Mehr Platz haben wir leider nicht in der Truppe. Und da haben wir ihn. Den Lösegeldvermittler. So, für den Veteran 96, für die Rekruten 32, die Reiter 160, Infanterie 140, Vermittler 96, Fußsoldaten 60. Das passt. Ist ein Bauer, hallo. Ambären. Wird von räuberischen Banditen heimgesucht. Ja. Dessen können wir uns natürlich auch erledigen. Aber erstmal gehen wir zum Marktplatz. Und verkaufen hier ein paar Sachen. Oh, der hat richtig Geld hier, über 10.000. Und vielleicht sollten wir uns bei den ganzen Geld, das wir haben, doch mal ein paar Handschuhe gönnen. Na, Lamellenhandschuhe. Sieht eigentlich ganz cool aus, glauben wir uns. Gut, aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das gewesen sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, Leute.